Ja, so eine Preisträgergemeinde, so eine Auflagung, Robum hat ja viele Väter und das ist nicht nur, sind nicht nur diese Personen, die heute im Geschehen mit dabei sind, sondern das geht weit zurück. Eigentlich geht das in Waidhofen 800 Jahre oder fast 1000 Jahre zurück, dort wo der Ursprung unserer Stadt war, wo die ersten Gebäude errichtet wurden, wo das erste Mal Zusammenleben nachweisbar ist, hier in Waidhofen in größerem Ausmaße. Und das hat sich heraufgezogen über die Jahrhunderte bis in die jüngste Vergangenheit. Und so manche sind ja hier in der Ausstellung auch ausgestellt, die wirklich immer angelegt haben und mitgedacht haben und mitgewirkt haben. Und macht Freude. Ich glaube, das ist auch klar, wenn man sich für etwas einsetzt, wovon man begeistert ist, dann ist Freude dahinter. Und hier auch ein wichtiges Thema, eine wichtige Qualitätsgarant, und zwar ist doch oftmals der Gestaltungsbeitrag. Da ist Waidhofen wirklich eine Ausnahme eher, weil es ist keineswegs so, dass Gestaltungsbeirat, ich sage jetzt Land auf, Land ab installiert, in den Gemeinden installiert werden. Es ist eher die Ausnahme gekommen, dass eben ja, Erdgeschosszonen sind eine wichtige Bühne für das Leben in der Stadt. Und wenn die lebendig ist und wenn hier eben kein Leerstand vorhanden ist, dann ist das ganz wichtig für wie eine Stadt auch auf natürlich die Bewohner selber wirkt, aber natürlich auch für Besucher. Und vielen Dank an die Stadt Waidhofen, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin heute mit dem Zug hierher gereist, war eine sehr angenehme Fahrt. Man kommt ja sehr schnell von Linz nach Waidhofen. Ersten Folie, die wahrscheinlich ein bisschen eigenartig anmutet, aber der Wert der Kunst- und Kulturschaffenden, der Querdenker und Querdenkerinnen, man nennt sie manchmal auch Spinner und Spinnerinnen, die sind ein ganz wichtiger Teil. 1998 in den Gemeinderat gekommen, war niemals mein Ziel, Bürgermeisterin zu werden. Ich habe lange Zeit im Kunst- und Kulturbetrieb gearbeitet. Ganz früher war ich einmal Kindergärtnerin, habe ich aber schnell wieder an den Nagel gehängt, habe selbst auch 4 Kinder. Und wir waren sehr unzufrieden in Ottensheim. Dieses O steht jetzt für Ottensheim und ein leerer Raum ist hier drinnen. Und ein ursächlicher Auslöser war ein leeres Haus, ein Leerstand in der Gemeinde, wo die damalige Gemeindepolitik gemeint hätte, das Amtshaus sollte dort hinein, aber das war ihnen dann doch zu mühsam. Sie wollten dann dieses Amtshaus raus zur Reiker legen und da hat sich dann eine Gruppe gebildet, die nannte sich dann Pro-O. Diese Bürgerliste hat sich 1997 gegründet und wir sind dann mit einem überraschenden Erfolg ins Gemeindeparlament eingezogen, keine Ahnung von Tuten und Blasen. Dennoch haben wir sehr intensiv und engagiert gearbeitet und haben gesagt, wir bleiben eine Periode drinnen und wollen erreichen, dass man, wenn man schon vom Ortskernsterben spricht, und auch das hat es in Ottensheim sehr stark gegeben, es sind sehr viele Geschäfte nach draußen gezogen an die Peripherie, ich glaube, das kennen ganz viele, und die Erdgeschosszonen sind leer geblieben. Dann kann doch eine Gemeinde bitte nicht diesen ungenutzten Leerstand wiederum leer stehen lassen. Ich werde da ein bisschen einen Rundumschlag machen, also es geht nicht nur um die Baukultur, aber ich bin eine von 5% Bürgermeisterinnen, das heißt, Frauen sind noch viel zu wenige in der Politik und ich lade alle ein, sich einmal darüber Gedanken zu machen, dass dieser Nuller von da unten nach oben wächst und dass wir gemeinsam eine friedliche Welt entstehen lassen und ich glaube nicht, dass die Frauen besser sind, also das möchte ich gleich wegstellen, sondern wir sind anders und wenn wir beide Kompetenzen mischen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Welt vielleicht wirklich... Es war hochinteressant und spannend und ich glaube,
wäre auch für uns beide offen eine Reise wert. Gerne. Ich bin nur dabei nur durchgefahren, muss ich sagen, wenn ich so überwühlt gefahren bin. Durchgefahren, nicht vorbeigefahren. Ja, bei den Knöcheln. Sehr geht auch. Ja, einen herzlichen Dank. Das hat uns sehr bereichert, ich glaube, und sehr inspiriert und zum Nachdenken angeregt. Ja, und somit, glaube ich, ist der offizielle Teil.